den einzigen Fachpodcast. Hier ist der Anlükersankt mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 104 in zweifelhafter Qualität und als Urlaubsausgabe mit Dennis. Hallo. Sollte ich dich auch begrüßen? Ja, also offenbar willst du die Sendung ja ganz alleine bestreiten. Das machst du nie. Normalerweise machen wir das nie so. Und jetzt plötzlich machst du das so im Urlaub. Das haben wir auch schon mal so gemacht. Ja, du hast es vorher gesagt. Ja, jetzt, aber das passt auch ganz gut, Dennis. Urlaubsausgabe, das stimmt ja nur so halb. Also ich bin halt hier im Urlaub. Also ich grüße euch alle hier vom Strand auf Mykonos. Ich mache hier schönen Cluburlaub. Bin braun gebrannt mittlerweile, lass mir schön die Sonne auf dem Po scheinen. Gibt hier reichlich Uso auf Haus, hört man auch an meiner Stimme. Das ist keine Erkältung. Ich war einfach bis heute Morgen um 5 saufen. Und du bist ja nicht so richtig im Urlaub. Du bist so, machst mehr so Modus Work and Chill, so wie ihr Selbstständigen das so tut. Work Travel nennt sich das. Workation. Workation heißt Workation. Das. Workation. So. So, Workation. Nee, melde mich aus Berlin. Ich war das vergangene Wochenende war ich unterwegs und nächste Woche bin ich dann wieder unterwegs. Aber jetzt gerade bin ich in Berlin, weil ich tatsächlich sehnsüchtig auf ein Paket aus einem Kopierwerk in Leipzig warte. Ja, aber man muss schon sagen, du bist aber auch entspannt, ne? Also Dienst, also heute kann man sagen, gehst du ins Kino und guckst dir Godzilla an? Dein Ding ist schon direkt wieder geleakt. Ich weiß alles, Dennis. Ich weiß ja, alles. Ja. Nee, wir gucken Godzilla vs. Kong. Genau. Das glaube ich, auf jeden Fall wird das sehr spaßig. Das glaube ich, hoffentlich. Und ansonsten bist du auch Dienstag frisch Spa-Behandlung in Berlin-Charlottenburg am Townsend, glaube ich. Ja, ja mir tut der Zahn immer noch weh jetzt. Es ist wiedergekommen, ja, der Schmerz. So, Spa-Behandlung, Zahnschmerzen, wie das passieren konnte, all das erfahrt ihr heute nicht. Aber die Kassetten sind da. Ja. Also noch nicht, aber bald. Genau, das heißt, jetzt ist quasi die allerletzte Möglichkeit. Diese Folge erscheint ja, heute ist ja Freitag. Genau. Das heißt, bestellt und überweist direkt, dann ist es irgendwie Montag hoffentlich da und dann werden wir nächste Woche tatsächlich auch das Versenden dann mal beginnen. Hoffentlich. Genau, nächste Woche, wenn, also ne, ist natürlich klar, möglicherweise, wie das mit Hochinzidenzgebiet ist, ich weiß nicht, wie sich entwickelt, vielleicht muss ich auch in Quarantäne, aber was wir auf jeden Fall nächste Woche machen, ist die Auslosung. Ne? Ja. Wir haben ja noch unser Geschenk für die ersten 20 Blöden, die 100. Ausgabe auf Kassette gekauft haben. Das machen wir nächste Woche, nächste Sendung auf jeden Fall, also 105. Müsst ihr also wieder runterladen und dann anhören. Und eventuell schaffen wir es auch schon, wenn ich nicht in Quarantäne muss, dass wir die Sachen alle schon verschicken. Die genau. Bestellung. Und dann habt ihr vielleicht sogar schon, wenn ihr die nächste Ausgabe hört, das Ding in der Hand. Oder ein paar Tage später, aber ist, glaube ich, Warensendung. Wir sparen ja, wo wir können. Nee, es ist in normales, also hier so 2,70 Porto. Ach echt? Ja, ja, ja. Gibt's ja gar nicht. Ja. Ich kann natürlich auch nochmal auf Warensendung, wir können nochmal den Euro einsacken. Nee, das machen wir dann schon vernünftig. Ja. Gibt's sonst noch Sachen zu erzählen, Dennis? Was hast du sonst so gemacht? Letzte Woche. Ich war in Frankfurt. Also in Frankfurt? Ja, oder um Frankfurt. Das, welches Frankfurt? Das richtige Frankfurt oder Frankfurt oder? Nee, ich war im falschen, am Main. Achso, okay. Also, warum sollte Frankfurt oder das Falsche sein? Keine Ahnung. Was soll diese Ostdiskriminierung hier? Dennis. Wo Wessi, hey. wollen wir uns wieder unbeliebt machen in einigen Teilen des Internets? Ich habe noch ein schönes, mein Portfolio des Menschenhasses wieder ein bisschen erweitert. Beziehungsweise, was heißt erweitert? Teile dessen wiederentdeckt. Da können wir auch später nochmal drüber sprechen. Notiere ich mir mal schnell. Genau, ich war in Frankfurt Main, weil ich
dort einfach Freunde verschiedene besucht habe. Ich habe tatsächlich die Gelegenheit genutzt, habe so ein bisschen Corona-Einsamkeit nachzuholen und war halt einfach mit Dutzenden von Leuten getroffen tatsächlich, gefühlt so. Ich hatte Frankfurt ausgewählt, weil es einfach sehr zentral liegt und von da aus kommt man überall hin, weil ich war nochmal in Marburg und sonst wo. Oh, Marburg, die Stadt mit der ältesten Universität Deutschlands. Ja, sehr hügelig, überraschenderweise. Ich war von Marburg sehr, sehr überrascht. Einerseits ist es doch überraschend klein gewesen. Ich hätte es eher so Größe Göttingen erwartet. Also es ist meine Referenz für so Universitätsstädte, Göttingen. Aber ist das nicht auch irgendwie mit Dorf oben und Dorf unten oder so? Ja, ja, genau. Gibt es auch einen Fahrstuhl, ne? Ja, es gibt auch einen Fahrstuhl, ja. Es ist schon ganz besonders. Es gibt oben ein Schloss. Auf dem Hügel selber wohnen ganz viele Burschenschaftler. Ja. Und sonst hat sich eine sehr, sehr schöne Stadt, hat sich sehr gelohnt. Deswegen war Frankfurt war halt deswegen ganz praktisch, weil Frankfurt hat sehr viele Hotelzimmer, die sie gerade nicht voll bekommen, deswegen war es sehr preiswert, da zu übernachten. Ah ja. Wo hast du denn genächtigt, willst du das verraten? Ich habe im New, also N-U-I Coin übernachtet. Das ist ein ist einfach so eine Hotelkette halt. Das Hotel selber war im Frankfurter Ostend am Osthafen. Ja. Das ist quasi neben der EZB. Aber da war ich noch nie tatsächlich. Ich habe nur gesehen, dass du irgendwie Bilder von Bahngleisen auf so einer Zugbrücke gepostet hast. Genau, es gibt da eine Zugbrücke, also eine Brücke, auf der Züge verkehren und keine Brücke, die man hochziehen kann. Und dort ist gleichzeitig ein Fußgängerüberweg über den Main drüber. Das heißt, man kann sich da draufstellen und hinter einem fahren Meter hinter einem Züge. Und das ist nachts sehr besonders, wenn es halt nur vor allem Güterzüge sind. Und die ganze Brücke sehr, 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 sehr stark wackelt. Sehr cool. Und auch insgesamt, es ist eine lustige Ecke dort, diese EZB und dieses Ostend dort, weil einerseits ist es halt so Hafengebiet, also auch altes Arbeiterinnengebiet. Also man sieht da wirklich so Arbeiterinnenhäuser, man steht halt vorm Hotel 3 Meter weiter, kommt so ein Schild plötzlich, ey, hier ist Hafengebiet, verpiss dich, wenn du hier nichts zu suchen hast. Ja. Andererseits hast du halt diese solche so neureichen Silos. Du hast auch so Läden für so Luxusmöbel. Die ganze Straße dort ist halt also Autohaus an Autohaus an Autohaus, aber vorne halt die teuren und hinten wird es nochmal billiger Richtung McDonald's und Burger King. Und man merkt halt schon, dass diese EZB ordentlich ausstrahlt und da schon tatsächlich das Gesocks anlockt. Aber wie ist denn wo ist denn, ich weiß nicht, wie tief du sozusagen eingestiegen bist in die Stadt und die Viertel und sowas alles. Wo ist es denn in Frankfurt cool? Und weil Frankfurt, es gibt ja viele Leute, die finden Frankfurt richtig geil, vor allem die Leute, die da wohnen. Und ehrlich gesagt, wenn ich da immer war, fand ich das immer alles so ein bisschen so, boah, das ist jetzt halt so eine Stadt. Also ich war in einer Ecke, das ist am Zoo gewesen, da wirkte es, das könnte man schon mit so den ruhigen Ecken von Prenzlberg vergleichen. Mhm. Also Kaffeedichte, Leute auf der Straße, sehr schick und auch die Läden wirkten leicht verhipstert und nicht so krass, aber es war halt schon so, ja. Andererseits habe ich dann von Frankfurt noch nicht so viel gesehen am Ende. Ich war im Geldmuseum der Deutschen Bundesbank. Oh, ja, so schön. Weil ich bin der erste weltweite Geldmuseen-Groundhopper, habe ich erfahren. Ja. Ich war ja schon im Geldmuseum in Lissabon. Hast du eine Plattform gestartet direkt? Das werde ich jetzt noch machen. Mhm. Wenn ich nach Wien fahre in ein paar Wochen, dann gehe ich natürlich dort auch in das Geldmuseum der Österreichischen Nationalbank. Und das denke ich mir gerade nicht aus. Die gibt es wirklich. es gibt in Zürich auch ein Money-Museum. Vielleicht, das ist ein Aufruf an unsere Mithörenden. Ist das ein privat betriebenes Museum der EMIX AG? Genau. Und da ist jetzt die spannende Frage, zählt das als Geldmuseum, weil es ja nicht von einer Nationalbank betrieben ist? Zählt das im Kanon des Geldmuseum Groundhoppings? Ach so, scheiße, ich habe jetzt, Entschuldigung, das wusste ich gar nicht. Ich wollte jetzt einfach nur einen Witz machen mit dieser komischen, mit diesen komischen Ferrari-Jungs da aus der Schweiz, die sich irgendwie an die Unternehmen an Jens Spahn
den Spaß Doofheit gesund gestoßen haben. Ach ja, da, die Delan, ich erinnere mich, ja, ja. Nee, also das Geldmuseum in Zürich ist privat betrieben. Es gibt noch ein mutmaßlich, mutmaßlich. Ja. Es gibt noch ein Versicherungsmuseum in Zürich. Aber da ist die spannende Frage, zählt das im Kanon des Geldmuseum Ground Topics, ein privates Geldmuseum? Ja, aber das ist ja eh ganz interessant, ne? Also, wie ist es denn so mit der Realness von Museen? Das ist eine Frage, die wir uns eigentlich auch mal generell als Gesellschaft stellen sollten oder vielleicht müssen, ne? Was zählt denn? Zählt jedes Museum? Was ist überhaupt Museum? Wann darf man sich Museum nennen? Ist jede private Sammlung schon dabei? Sind private Museen überhaupt dabei? Sind private Museen nur dann dabei, wenn die ohne staatliche Förderung nicht überleben könnten? Oder zählen halt nur ganz knallhart Anstalten des, oder zumindest irgendwas, was Stiftungen oder Körperschaften des öffentlichen Rechts gehört? Wo stehst du in der Museumsfrage, Dennis? Ich glaube, alles, was rein kommerziell ist, ist immer und fragwürdig. Also bin ich sehr kritisch. Was denn mit dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund? Das ist auf der Grenze, weil einerseits ist halt der DFB als Verein der... Das ist ein gemeinnütziger Verein. Ne? Genau. Das ist ja logisch. Und ich vermute mal denkt, auch, das Fußballmuseum wird wahrscheinlich irgendwie öffentlich gefördert. Würde mich nicht wundern. Ja, sonst, also ich glaube nicht, dass du einfach so irgendwie... irgendwie so das Ding da gegenüber vom Bahnhof in Dortmund hinkloppen kannst, wenn du nicht irgendwie so ein bisschen Kontakt hast. Ja, deswegen würde ich das schon als so halb öffentliches Museum zählen. Aber es gibt halt so Museum, zum Beispiel hier das Museum der Illusionen am Alex. Ja. Das ist halt so ein Spaßmuseum. Ja. Also das Museum würde ich nicht mal nennen, es ist eine Experience, die man buchen kann. Ja, ich war mal bei der langen Nacht der Museen, war ich mal im, das nennt sich irgendwie Geheimagentenmuseum oder so. Ja. Das war auch sowas Ähnliches. Genau, und sobald es halt so einem versucht wird, eine Experience zu verkaufen, dazu zählt auch dieses neue Museum der Vertreibung. Das soll einem auch einfach nur einreden, dass die Deutschen auch ganz, ganz böse behandelt wurden nach dem Zweiten Weltkrieg. Die wollen einmal eine Experience verkaufen und da weiß ich nicht. Also wenn, ich will schon unterschwellig, soll mir Wissen vermittelt werden und zwar richtiges Wissen. Das ist so okay. Die Grenze. Wie ist es im vertriebenen Museum? Gibt es da einen ganz normalen Ausgang oder wird man einfach, hat man so einen Timeslot gebucht und irgendwann kommt jemand in Uniform und gibt dir einen Bollerwagen in die Hand und sagt, hier rüber, mach rüber. Komm, übers Haff nach Hause. Nee, in Westen. Ja, so irgendwie etwas. Und muss immer um jede Ecke drauf gefasst sein, ob nicht Erika Steinbach da irgendwo rumlauert. Ich habe gehört, in jedem Raum muss ein Porträt von Erika Steinbach hängen. Ja. Nee, deswegen, ich war im Geldmuseum bei der Bundesbank. Das Bundesbankgebäude auch einfach so tiefstes BRD-Nummer. Also dieser Charme dieser 60er, 70er Jahre, dieses Betonklotzes. Daneben dieser Fernsehturm. Das hat einfach eine gewisse brutalistische Schönheit auch insgesamt. Ja. Deswegen, aber es ist nicht repräsentativ, glaube ich, für Frankfurt. Ich war sonst noch ein bisschen am Bahnhof herum und das letzte Mal, als ich in Frankfurt war, das war so 10 Jahre her ungefähr, hatte ich Frankfurt als abgeranzt im Kopf. Sehr abgeranzt. Und zwar vor allem auch die Straßen. Das Einzige, was ich mich wirklich vorher erinnern konnte, war dieser Beate-Use-Shop auf dieser Bahnhofstraße. Das war das Einzige, was ich im Kopf hatte, die ganze Zeit von Frankfurt. Beate Huse, Frankfurt. Punkt. Und zwar auch nicht so ein, also der war richtig abgegammelt und schäbig, der Laden. Ja. Das ist nicht mehr so. Da ist auch die Gentrifizierung am Werke. Ja, aber als abgeranzt habe ich das jetzt nicht in Erinnerung. Ich fand es eher so ein bisschen, also das war schon so westdeutsche Kleinstadt aufgeräumt, war das immer. Also rund um den Bahnhof herum so ein bisschen komisch, ja, aber abgeranzt habe ich das nie gefunden. Okay. Eher so langweilig. Also es ist wie so eine, ja, als hätte man, keine Ahnung, sich halt eine westdeutsche Klein- oder Mittelstadt genommen und die einfach nur größer gemacht in alle Richtungen. Ja, aber so groß ist Frankfurt ja gar nicht. Also wir haben... Nee, nein, ich, ne, also eine große Mittelstadt. Ja. So. Frankfurt ist ja auch keine Millionenstadt, das vergisst man ja. Nee, das ist richtig. Aber ich habe das nicht vergessen. Ich weiß das. Ich vertrete da einen ganz klaren Klassenstandpunkt. Und
Daher, ja, aber das, selbst da wird es halt irgendwie gefühlt besser. Und das Einzige, was, was mir jetzt noch mitgeteilt wurde, ist, dass ein bisschen diese Charme der 90er Jahre noch überlebt hat. Und zwar Dolly Buster hat einen Pasta-Laden, der nennt sich Dolly Pasta, nein, echt? Ich glaube ja, warte, jetzt habe ich. In Frankfurt? Nein. Ja! Echt? Ja. Dolly Pasta? Ist das wirklich ihr Laden oder ist das sowas wie Freddie Mercury, das es aber irgendwie 2 Jahre am Alex gab? Nee, das ist Pasta Buster heißt der Laden. Ah, okay. Und ist in der Tat, es gibt auch Bilder, wenn du suchst, dann siehst du da Dolly Buster, die Nudeln. Dingsi. So. Das gibt es noch. Und das ist so der Charme der 90er, den ich so erwarte von Frankfurt. So. Also so ein bisschen voll normal, sozusagen. Ja. Gut, das ist ja eher, aber voll normal ist ja Köln eigentlich. Egal. Spiegel Online schreibt, dass halt die Karte ein großes laminiertes Quadrat ist. Das ist sehr schön. Das ist gut. Karten, die laminiert sind, ist immer ein gutes Zeichen für die Qualität des Restaurants. Ja. Ich habe, wo wir gerade bei Essen sind, ne? Ich habe die erste Ladung. Hat's ja erzählt, ne? Ich habe jetzt vor. Ich back mal Croissants. Ich habe jetzt Croissants gebacken. Ja, aber weil du hast einen richtigen Backofen, du Bonze. Ja, ich habe es ja nicht zu Hause gemacht. Ich habe es ja im Urlaub gemacht, hier auf Mykonos. Unter der Sonne. Urlaub. In der ja. Sonne. In der Sonne. Ja, das ist mit dem Gehen. Es ging sehr schnell. Es ging sehr schnell. Nee, also tatsächlich so ein Hefeteig mit ein bisschen Milch und dann Butter reingeklatscht und einen Blätterteig gemacht und die aufgerollt, geformt und mit Eiwasser bestrichen, nochmal gehen lassen, nochmal Eiwasser in den Ofen. So richtig Croissants. Es hat Stunden gedauert und das Ergebnis war gut, aber verbesserungswürdig. Aber ich weiß auch, wo ich es verbessern kann. Wo das denn? War, glaube ich, das. Naja, ich habe einen wichtigen Arbeitsschritt vergessen. Und zwar nach dem ersten Gehen des Teiges legt man das Ding erstmal in den Kühlschrank, weil das richtig durchgekühlt sein muss. Okay. Sonst reißt der Teig auf, wenn du die Butter da reinmachst. Und dann verschmieren die Schichten so ein bisschen. Und dann gehen die nicht mehr so geil auf und auseinander. Dann wird das ein bisschen zu dicht. Das hat geschmacklich, hat es im Ganzen überhaupt keinen Abbruch getan, weil das halt natürlich immer das passiert, was du machst, wenn du einen guten Teig machst, der angemessen gesalzen ist zum Beispiel und dem dir einfach Zeit gibst, das ist eigentlich das Wesentliche bei Teig, Zeit und Liebe, der schmeckt halt richtig gut. Also richtig, richtig gut. Nur das war halt ein bisschen zu dicht am Ende und die sind nicht so schön groß aufgegangen, wie es hätten gehen können. Gab es auch eine objektive Bewertung, weil das hört sich so ein bisschen an, du hast halt irgendwie 6 Stunden Zeit investiert, da muss es halt gut schmecken? Nee. Was heißt objektiv? Also ich meine, ich habe das hier an die so an die Servicekräfte verteilt, nachdem ich so dann nicht mehr konnte, die Reste. Die fanden das alle gut. Mhm. Kein Abhängigkeitsverhältnis. Nein. Ich gebe ja kein Trinkgeld. Ich bin nicht bescheuert. Die werden doch bezahlt. Ja, Croissants, also alles das kann ich leider nicht backen. Also ich habe meinen Gasbackofen, der bin echt sehr eingeschränkt. Ich probiere mich immer wieder an Dingen aus. Ich habe letztens auch vegane Donuts mal probiert. Aber warum kaufst du dir nicht einfach einen Ofen und machst da oben drüber, kaufst du dir halt so eine Gaszeile? Das soll die Hausverwaltung machen, das ist deren Herd. Nee, das ist tatsächlich eins der ewigen langen Punkte auf meiner Liste, dass ich echt mit der Hausverwaltung mal sprechen soll, dass sie das Ding abholen und ich kaufe mir halt so eine Gas, das einzige Problem mit der Elektrik muss ich gucken, also ich glaube, einen Backofen kann man, glaube ich, in einer normaler Steckdose betreiben. Ja, wenn du nur den Backofen nimmst und da kein Elektroherd dran ist, dann geht das. Genau. Aber ich würde auf jeden Fall, also das musst du selber wissen, ne? Du kannst natürlich auch das an Starkstrom anschließen und dann eine Induktionskochwelle draufbacken oder so, aber nee. Also ich meine, du hast den Gasanschluss da ja hängen. Ja. Dann würde ich mir auch ein Gaskochwelle zulegen an der Stelle, was einfach das Geilste ist. Genau, Elektrobackofen, der ordentlich Umluft und das ganze Shishi kann. Was man irgendwie alles hat. Und hier mit, ne? Selbstreinigung auf 9000 Grad, wo alles ionisiert wird. Und hier richtig geil ist aber so noch mit Dampfgaren, mit Dampfgarfunktion. Mir will einfach Ober- und Unterhitze reichen. Ja, aber das ist halt immer. Das und ist Umluft. Halt, du kommst halt auch.
Ja, genau, aber du kommst halt auch, das ist so, keine Ahnung, wenn man jahrelang nur Toastbrot und Wasser isst und dann steht da ein Apfel, denkt man sich, boah, geil. Aber der, ich meine, dreh dich mal um, da ist die ganze andere Obstabteilung auch noch und dahinter noch der Käse. Du hast mir letzte Woche vorgeworfen, mit den Lautsprechern es zu übertreiben. Und jetzt willst du mir irgendwelche smarten Backöfen Nee, andrehen. nix smart. Die sollen einfach nur anständige Funktionen haben. Also ich habe sowas auch nicht. Ich hätte sowas gerne. Also das ist so, das ist so Stellvertreter kaufen, weißt du? Vor allem gibt es auch diese Backöfen mit Kamera und so, dass du gar nicht erst aufmachen musst, die Tür, sondern einfach die Kamera auf deinem Handy anmachen kannst. Echt? Das gibt's? Ja, klar. Geil. Ich hätte ja auch ganz gerne, ehrlich gesagt, so ein nicht dieses Standardformat an Backöfen, ne, sondern so ein bisschen breiter. Kennst du die? Ja, so sehr amerikanische Breite. Ja, geil. Ja. Das Richtig sind dann so geil. sechs Kochfelder oben drauf. Ja. Ja, Genau. es hat schon was, weil da kann Und man am besten ist auch dann, wenn du zwei von den Öfen übereinander hast. Dann das Kochfeld. kurze Frage. Möchtest du eine Bäckerei aufmachen? Nee, ich weißt du, ich brauche das nicht. Ich will es aber haben. Nee, aber das steht auf meiner ewigen To-Do-Liste, dass ich mich darum mal kümmere, weil tatsächlich also ich kriegse ja so ein bisschen. Also ich kann Pizza, also so ein Pizzastein im Gasbackofen kommt schon sehr gut dran. Oben wird es halt noch nicht so knusprig, wie man es gerne hätte. Und das ist leider bei so einem veganen Käse, das enttäuscht mir leider, weil die muss man einfach ordentlich einheizen, Ja. damit der knusprig wird. Ich habe dann noch so einen kleinen Gas-Toast-Backofen, also so ein so Mini-Sandwich-Toaster, wo man reinklappt, aufmachen kann und dann Ja, sehr gut. sind so zwei, unten sind Quartstäbe, unten sind Quartstäbe, oben und unten, so. Und das Ding kann man irgendwie auf 230 Grad hochdrehen, was dafür sorgt, dass einfach Käse innerhalb von so 6, 7 Minuten richtig kross dunkelbraun wird und das mag ich sehr. Aber mit Pizzastein bist du natürlich auch, das ist alles schon irgendwie so ganz schön 2013 oder so, ne? Sagt auch der nur, der hat seinen Pizzastein in so ein Ich Weber-Gasgrill habe keinen steckt. Weber, ich habe keinen Weber-Gasgrill, das verbitte ich mir. Du trinkst auch keinen Camp David, ich weiß. Ja. Ich habe einen Gasgrill, ja, und da ist auch der Pizzastein. Aber wie gesagt, da sind wir halt einfach noch ein bisschen heutzutage benutzt, man. Wir sind einfach, ne, alt. Also hinten dran. Wir sind nicht mehr, also wir waren ja mal Up to date hier, heißt das. Bleeding Edge waren wir mal. Sind wir aber nicht mehr. Weil was man heute und auch schon so seit 1, 2, 3 Jahren benutzt, ist Pizzastiel. Pizzastahl, den man sich kauft. Weil der braucht zwar noch länger, um richtig geil aufzuheizen, macht aber noch eine um 10 Punkte geilere Kruste. 10%. Ja, aber Nicht 10 Punkte. was nützt mir eine geile Kruste, wenn oben es halb roh noch ist in meinem Gasbackofen? Dennis, du sollst keine Fragen stellen, du sollst konsumieren. Ja. Und dann habe ich noch eine Heißluftfritteuse, Ah. die ja den Vorteil hat, dass man darin auch backen kann tatsächlich. Das Ja. ist quasi Umluftherd, aber quasi in Tornado-Stärke. Hast du die, wie hast du, also welche hast du da? Hast du die von Tefal oder? Nee, ich habe so eine Philips Airfryer, aber nicht in der XL-Variante. Das heißt, es passt kein ganzes Hühnchen rein. Ach, Philips Airfryer ist Philips. Ich dachte, ein Tefal wäre Airfryer. Nee. Tefal hat nochmal was anderes. Okay. Die sind aber auch groß drin in diesem fettfreien Ja. Ding. Aber ich habe einen Airfryer von Philips, aber halt nicht in der XL-Variante. Die XL-Variante, da passt ein ganzer Broiler rein. Aber das verstehe ich sowieso nicht. Diese normale Variante, ne? Ja. Die ist ja gar nicht normal. Also ich finde, die ist so, also als ich mir das mal angeschaut, ich habe mir keinen gekauft, weil ich habe keinen Platz für das Ding. Ich weiß nicht, wo ich es hinstellen soll. Sonst hätten wir das schon längst. Aber so die normale Variante kam gar nicht in Frage, weil man da so allenfalls eine große bis so zwei mittlere Portionen mit zubereiten kann. Wenn man irgendwie noch so andere hungrige Mäuler zu stopfen hat, muss man schon das XL-Ding kaufen, ne? Ja, also man so eine etwas größere Single-Portion Pommes gibt man da raus. Was aber sehr gut funktioniert, ist halt Pommes selber machen. Das ist echt sehr simpel. Man schält einfach Kartoffeln, Streifen, ein bisschen Öl. Also einfach nur so ein Hauch, dünne Schicht Öl und dann rein. Und richtig geil, richtig cool. Das Ding bläst halt ja halt diese heiße Luft mit ordentlicher Geschwindigkeit durch die Gegend. Das heißt, was da gut drin sind, funktioniert, sind auch Pizzabrötchen.
Ja. Es gibt auch so eine Backschale noch. Die muss ich, vielleicht muss ich die mir mal kaufen und mal wirklich drin mal backen. Also richtig. Aber, ist denn das? Also Pommes macht man eigentlich immer in zwei Schritten. Erstmal gart man die Kartoffeln so ein bisschen vor. Ja. Und dann werden die halt von außen so richtig kross gemacht. Hat das auch so ein Programm richtig dafür, dass es das macht? Nee. Das hat einfach nur an, aus und Timer und Temperatur. Okay, alles klar. Dieses Pommes, ich glaube, es funktioniert so halb, weil das Ding natürlich erstmal die Kartoffel schon erstmal warm werden lassen muss. Ja. Und dann irgendwann ist halt die Kartoffel an sich so warm, dass anfängt das Öl von außen zu frittieren, was du dran geklebt hast. Ja, okay. Das heißt, die Kartoffel ist innen schon tatsächlich gegart und ja, außen hat sie eine krosse Kruste. Aber könnte man auch so, weil ich mache das zum Beispiel manchmal auch im Backofen und gibt so Tricks, man kocht die halt ein bisschen an, ja, die Kartoffeln, also wirklich nur ganz paar Minuten in kochendes Wasser, so 4, 5, nicht, ja, kommt auf die Dicke an, aber ne, so dass die halt wirklich noch, wenn du reinbeißt, dann ist halt schon, also noch überhaupt nicht genießbar, nicht nur ein bisschen hart. Und da gibt man dann einen Schuss Essig rein, weil die Kruste dann geiler wird. Meinst du, das wird auch gehen? Ich denke schon. Aber kennst du den Pommes Man? Nee, ist das ein YouTube-Channel? Ja. Ui, du bist zu viel auf YouTube, weißt du das? Zu spät? Zu viel. Zu viel, achso. Zu spät stimmt aber auch manchmal. Pommes Man, warte, ich schick dir mal den Link. Das ist ein... Der Typ ist ein Imbissbetreiber, wenn ich es richtig verstehe. Oder baut auch mittlerweile so Imbisswegen aus und so. Keine Ahnung, was der eigentlich wirklich komplett macht. Aber der kocht halt so Essen. Und das ist immer so... Warte, sorry, ich hab dich gerade nicht verstanden. Wolltest du mir gerade Streetfood-Vans sagen? Nein. Streetfood, da sieht man schon wieder, wo du hin denkst. Der Typ ist echt 80er Jahre Imbissbude, ja? Ach, wirklich? Nur, geil. Ja. Ja, doch, aber mit Vollbart. So, das ist der einzige Unterschied. Ansonsten ist der Typ, also man muss auch sagen, die Sachen, die der so kocht, denkt man halt auch häufiger so, eher von zweifelhafter Qualität, mein Freund. Oder macht irgendwie so Milchshakes und dann denkt man so, hä, bin ich hier irgendwie gerade bei Yvonne Di Lauro auf TikTok gelandet? Das ist so, das denkt man sich manchmal. Aber so, das mit den Fritten hat er halt raus und da hat er super viele, wirklich super viele verschiedene Rezepte. Kann man sich mal gut angucken. Da habe ich auch diesen Trick mit dem Essig her. Das funktioniert echt gut. Mhm. Apropos Essen. Ich lenke noch einmal ab. Es gibt ja so veganes Essen. Weiß nicht, ob du schon mal gehört hast. Ja. Und früher war ja vegan immer so mit gesund verbunden. Also du bist ins Reformhaus gegangen, hast da deinen zähen ja. Tofu und also so einen schwammigen Tofu und so einen zähen Seitan gekauft. Stopp, ich muss ganz kurz unterbrechen, ich lasse dich sofort, aber ja, ich muss noch einen sagen, der hat, wenn du irgendwann mal beschließt, aus religiösen Gründen oder so, einen Cheat Day einzulegen, ja, der hat auch ein Rezept, wie man den McRib von McDonald's selbst machen kann. So. Den werde ich irgendwann nochmal vegan machen, weil das ist dieses Pressfleisch, das schreit danach, dass es veganisierbar ist. Okay, so, also du wolltest auch was erzählen gerade. Nee, aber tatsächlich, auf den McRib in vegan warte ich, weil das ist tatsächlich einfach nur... Also es ist ja irgendeine unbeschreibbare Schweinefleischmasse, die in sehr viel Barbecue-Soße, die vegan ist, getränkt wird. Das heißt, der Schritt, den McRib vegan zu machen, der ist gar nicht so weit weg. Steht noch auf meiner Liste. Apropos Food, also so Fastfood. Und jetzt gibt es auch ganz gut veganes Fastfood. Ich war jetzt bei Penny. Die haben so Food for Future, nennen sie ihre Eigenmarke, vegane Marke. Und da gab es zum Beispiel einen fertig veganen Hotdog. Mit dem ganzen Rotz für die Mikrowelle. Sehr aber gut. In vegan. Ja. Schlonzig, wie Getno. Würstchen, fragwürdige Qualität. Sehr gut. Aber geil. Das ist die Qualität, die wir wollen. Genau. Andererseits haben sie dann aber auch so Ansätze wie, die haben veganes Hanuta jetzt rausgebracht. Das ist, hört sich einerseits ziemlich geil an. Andererseits Nutri-Score A. Was? Er schmeckt nicht süß. Das ist doch genau wie hier, habe ich das nicht mal geschickt? Ein Foto von, als ich mal Toastbrot gekauft habe, Nutri-Score A. hat Pappe auch Nutri-Score A oder was? Ja, wenn da nichts ist, dann ist da auch nichts, also ist da nichts Falsches drin. So einfach ist das. Aber die haben halt wirklich geworben mit weniger Zucker und Nutri-Score A. Ich dachte, Leute, das sind Süßigkeiten.
Und es schmeckt halt einfach bitter. Also es ist halt so bitterer Kakao. Ja, das ist nicht schön. Ja, es ist enttäuschend. Also was heißt, es kann schön sein, aber das will man nicht, wenn ja. man das, sich das kauft. Ne? Das ist die spielen mit unseren Erwartungen als artgerecht gehaltene Verbraucher. Das ja. Das ist nicht okay. Noch als veganer Pro-Tipp, wer beim Lidl ist, die haben veganes Gyros, das auch sehr, sehr geil ist. Und da macht man sich selber veganes Tzatziki, geht relativ schnell, man irgendwie pumpige Sojajoghurt, Gurkenraspeln, Öl, gepresster Knoblauch. Der Profi backt den Knoblauch vorher noch, also röstet den. Und noch zwei, drei andere Zutaten, einfach ergoogeln. Das einfach so zwei Tage stehen lassen, idealerweise. Und das ist geil. Da hast du veganes Tzatziki mit veganem Dingsi. Und mittlerweile werden auch diese ganzen Baguettes, diese Aufbackbaguettes mit Kräuterbutter, die gibt es mittlerweile genug jetzt vegane Varianten, wo sie halt einfach eigentlich mal den richtigen Schritt gewagt haben und einfach die Butter durch eine billigere Zutat auszutauschen, Vegan-Label draufzukleben und mehr Geld dafür zu verlangen. Ja, es ist genauso wie gekauften Blätterteig. Der ist auch meistens vegan. Ja. So. Ach genau, das wollte ich sagen. Ich habe das Gefühl, das Leben ist so, manchmal bewegt sich das so in Zirkeln und man kommt zumindest an irgendwelchen Punkten, hat man sich so im Kreis gedreht im Leben und denkt auf dem Weg zurück, den man schon so manchmal wahrnimmt, denkt so, boah, ob das richtig war, aber dann kommt man irgendwie wieder an dem Ausgangspunkt an und merkt, nee, alles richtig gemacht. Das ist genau richtig, genau diesen Turn brauchte ich jetzt. Und das habe ich gerade wieder. Ich bin wieder so über Daumen halt 15 Jahre jünger. Ich bin wieder 8 und ich esse wieder Toast, gut gebräunt, kalt werden lassen, Butter und Nutella. Sehr lecker. Erstens, eklig. Nein. Zweitens, ich werde mir gleich auch Toastbrot kaufen, weil vorne anerwähnt, wir wurden zwei, also ich habe jetzt Lücken im Gebiss und die werde ich mir jetzt mit Podcast-Geld füllen lassen. Du warst in Verbali, ne? Kennst du noch Verbali, unser Spa, das wir mal erfunden haben? Nein. Warst du bei der Verbalmassage? Ja. Ja. So. Wusste ich doch. Und, ich erzähle jetzt darüber einfach knallhart. Das sind ja so Titanstifte, die man so als Implantate reinbekommt. Und da hatte ich ja mal dumm nachgefragt. Aber sind das nicht Schrauben? Oder Schrauben, whatever. Da wird irgendwas ins Knochen gerammt. Und dann habe ich gesagt, verschraubt, verdübelt, verspackst. Alles Markennamen. Keine Fischerdübel mehr. Keine Fischerdübel mehr. Geht das in den Hohlraumdübeln eigentlich? Nein, du brauchst diese für so Presswände, damit die mit diesem Rückfeder, damit die sich festhalten. Ja, richtig. Also ich dachte auch, die halten gar nicht so lange, aber die kann ich mein Leben lang benutzen. Also die fallen da nicht mehr raus, wenn man nicht dran wackelt und so. Ja, nee, klar, die verwachsen ja mit dem Knochen und sind dann, ja. So. Ja, klar. Aber ich habe quasi auf beiden Seiten gerade quasi eine Zahn-OP gehabt. Festkauen ist gerade nicht drin tatsächlich. Ja. Und deswegen werde ich gleich nochmal in den örtlichen Rewe, den örtlichen Rewe-Kaufmann überfallen und mir Butter, also so dieses wirklich labrigste Toastbrot von Harry kaufen, wo ich weiß, dass es halt so weich ist. Sehr gut. Und dann am besten auch nicht toasten, sondern einfach Butter und Mortadella. Ja, Mortadella, ich habe vegane Fleischwurst da. Ja. Die auch von Penny ist tatsächlich. So. Vegane Fleischwurst. Kriegen wir eigentlich irgendwie Werbekohle von denen? Nee, natürlich nicht. Sollten wir das mal ändern eigentlich? Nee. Also klar, vielleicht, aber. Bist du bereit für Werbung, Dennis? Wollen wir Werbung machen? Aber für wen? Und wer zahlt uns Geld? Scheiße. Ja, das ist, ich glaube, uns bezahlt jetzt hier keiner. Das wird traurig. Also, außer ihr hört jetzt zu und habt das innerste Bedürfnis, uns zu sponsern. Genau, und arbeitet zum Beispiel in so einer Werbeagentur. Und wollt noch einen heißen Podcast-Stern am deutschen Unterhaltungshimmel mit in euer Portfolio aufnehmen. Dann sind eure Ansprechpartner stehen im Impressum.
Das hört sich aber auch echt nach einer, auch gerade so an, als möchte ich eigentlich diese E-Mails bekommen. Aber wir haben auch von Selina eine Mail bekommen, ne? Für Malzkaffee. Hab ich gelöscht. Das ist echt weirde Scheiße gewesen. Ja, du kriegst immer mal wieder solche, man kriegt immer wieder solche Mails. Ich wollte gerade sagen, was heißt denn du? Das ist an eine offizielle Anycast-Adresse gegangen. Das ist an Bahnfragen at Anycast vor allem gegangen. Man kriegt immer wieder solche Mails, wo man sagt, hier, wir haben eure Webseite gesehen und ihr erwähnt ja diesen Begriff, wolltet ihr nicht auf unsere Webseite verlinken? Wir haben den gar nicht erwähnt. Na, haben wir, das ist doch 91, 65 Allergien, haben wir nicht das Wort Malzkaffee da irgendwo drin? Nee, haben wir nicht. Nee. Also, ich habe sie nicht mal nachgeguckt, aber, ne? Selina wollte, dass wir ihren komischen Malzkaffee Artikel verlinken. Mir ist auch, hast du die Seite mal angeguckt? Ja. Da steht sehr viel, aber warum? Weiß ich nicht. Die verkaufen ja gar nichts. Das ist SEO. Aber was hat sie denn davon? Zählpixel und dann kriegt sie Kohle von der hier. Nee, die verkaufen halt Werbung und Newsletter. VG Wort oder was? Und man kann da sicher was kaufen. Also, oder so Affiliate-Links halt. So. Gucken wir mal ganz kurz. Was haben wir denn? Heidepark Soltau, da haben wir drüber gesprochen. Wilke Zierden, Fast Fashion. Voll normal. So schließt sich schon wieder ein Kreis, Dennis. So, hab ich doch gesagt. Buffy, No Angels, Kassetten, aha. Weißt du, wir haben über Kornkaffee geredet. Oder kaffeeähnliche Getränke. Kaffeeähnliches Getränk haben wir verlinkt, tatsächlich. Im Kontext vom Ramazamba-Markt. Hier regnet es jetzt gerade. Hört man das? Nee, hört man nicht. Aber es regnet gerade ziemlich stark. Mykonos ist weit weg. Ich weiß gerade nicht mal, in welchem Land ich bin, ehrlich gesagt. Aua! Und da gab es also Selina und jetzt also wirklich mit dem Betreff kurze Frage. Und dann heißt es nur, hey du. Kurze Frage, Doppelpunkt, Klammer zu, Dennis. Du musst auch schon alles vorlesen. Ja, sorry, ich lese keine Smileys vor. Und vor allem lese ich keine Smileys vor, wo die Nase fehlt. Und dann schreibt sie uns, was hältst du davon? Liebe Grüße, nicht mal irgendwie Namen raussuchen. Das ist halt eine Massenmail. Und auch kein Angebot. Also einfach gratis? Ja. Was? Wahrscheinlich, wenn man da antworten würde, könnte man was raushandeln, aber wozu? Wollen wir das machen? Nein. Warum denn nicht? Was willst du denn da raushandeln? 20 Mark? Das ist die Folge, das ist 40 Episoden her. Das müssen so um die 5 Jahre sein. Das ist Folge 91, das ist im Jahr 2020. Nee, 65 hat sie geschrieben. Nein, es ist, die Folge heißt 65 Allergien. Ah, scheiße. Die Folge 91. Meinst du, ich lese, was da steht? Nee. aber warum denn nicht? Wollen wir das nicht? Wir können doch mal zurückschreiben, so, was hast du mir so an Kompensation vorgestellt? Und dann ist das fest Gonzo-Journalismus, Dennis. Wir machen das dann alles öffentlich. Ja, viel Spaß, antworte gerne. Okay, alles klar, mach ich. Du hast das Segen von dem im Impressum Stehenden. Sehr gut. Und habe ich auch, also carte blanche, ich darf schreiben, was ich will. Ja. Vielleicht hören wir nächste Woche, wie es weitergeht. Ey, aber jetzt noch ein bisschen Menschenhass? Noch ganz kurz, ich muss es auch gleich, ja. Ich habe auch gleich wieder hier, ich muss zum Tenniscourt. Tut mir leid, ist der gebucht. Da muss ich, dann kann ich nicht, da gibt's dann wieder nächste Cocktailrunde. So, hier. Was sind das? Und das eigentlich ist nur eine Frage. Und ich behalte meinen Hass für mich, aber ich glaube, der kommt schon zum Ausdruck mit der Fragestellung und du musst ihn mir beantworten. Was sind das für Menschen, die im dritten Semester so ein Erasmus-Saufsemester irgendwo in Europa machen und dann, sagen wir mal, keine Ahnung, dann auf einmal steht in der Twitter-Bio von denen, München und Kopenhagen. Oder Hannover und Valencia. Was passiert in diesen Köpfen, dass die sich, nur weil die Eltern zu viel Geld haben und die auf einmal ein halbes Jahr irgendwo ins Ausland gehen können, was passiert damit, dass die sich irgendwie einbilden, sie werden so kranke Kosmopoliten, die nicht mehr an einem Ort dieser Welt leben und sich zu Hause fühlen? Was ist da los, Dennis? Was passiert da mit diesen Leuten?
Minderwertigkeitskomplexe, so wie immer eigentlich? Oder ist die Erklärung zu einfach für dich gerade? Ich kann das einfach nicht, muss ich ehrlich mal sagen, ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Ich finde es einfach so scheißen albern. Ja, es ist halt dieselbe, also ich habe, also es ist glaube ich dieselbe Fraktion der Menschen, die auch so ein Europa-Hoodie tragen. Ja, genau, ganz genau. Und am besten sind nämlich noch die, die dann damit irgendeine politische Botschaft verbinden wollen. Weißt du, 4 Wochen Praktikum im Willy Brandt Center, zack, steht da Berlin und Jerusalem. Ja, aber Leute haben halt nichts mehr. Nichts gegen Jerusalem und schon gar nichts, also überhaupt nichts gegen Jerusalem und nichts gegen das Willy Brandt Center. Die machen tolle Arbeit. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, aber ich glaube, die Leute haben sonst nichts anderes. Ich kann da ehrlich gesagt nicht so viel krass Hass empfinden, weil ich auch aus einfachen Verhältnissen komme. Und das Erste, was ich natürlich getan habe, mir auch Berlin in ein Bio zu schreiben. Ich weiß gar nicht, was in meiner Bio steht, ehrlich gesagt. Wollen wir das mal nachgucken? Gott, ich kann es ja immer noch ändern. Das steht bestimmt irgendwas Albernes. Du hast ja sicher, Nee, du hast da keinen Ort. Du hast da tatsächlich keinen Ort angegeben. Du hast nur den ehrenwürdigen Ralf Stockmann immer noch im Twitter-Header. Ja, der ist aber irgendwann abgeschnitten worden. Der Header war ja mal viel dicker. Ja. Da stand ja... Nicht nur der Header. Da stand ja... Eigentlich ist es aus der Abendschau. Da müssten Ralf und Claudia auch eine Postkarte nochmal... so ein Foto ausgedrucktes geschenkt bekommen. Das haben die, glaube ich, noch am... sollten sie zumindest noch am Kühlschrank hängen haben. Da stand nämlich RBB. Und dann stand da, drunter in der Bauchbinde, Ralf Stockmann, Hobbypilot. Grüße. Nee. Und warte mal, stopp mal. Also natürlich steht da auch sowas wie hier nur Primat drin, aber in meiner Bio. Aber warum hast du gesagt, da steht wahrscheinlich was Albernes? Warum denkst du das? Also ohne dir jetzt nahe treten zu wollen, du bist schon Kasper auf Twitter. Nein. Findest du? Ich so, oh nein, gar nicht wahr. Guck mal. Ich habe heute, die letzten Tweets waren alle, guck mal, da habe ich jemanden retweetet, der sich über Frank Thelen lustig macht. Ja. Dann habe ich geschrieben, euer Diesel ist mir scheißegal, was übrigens stimmt. Das ist eine knallharte politische Botschaft, würde ich sagen. Dann habe ich noch eine knallharte politische Botschaft rausgesandt und gesagt, was die ersten Dekrete binnen 24 Stunden nach meiner Krönung zum Kaiser sein werden. Auch das eine politische Botschaft. Und dann so ein bisschen Rössenhof habe ich auch getwittert vor ein paar Tagen. Ja, nee, also habe ich vielleicht dann falscherweise angenommen, dass da was Klamauki stehen würde. Eben, bitte. Also ich nochmal kurz zurück. Vielleicht ist auch schon beginnt die Abneigung einfach schon da, wo Leute halt ins Saufsemester nach Valencia fahren. Ich habe im Profil Ostberlin Europe stehen. Oh Gott. Ja. Sind wir aber progressiv. Heißt das nicht Berlin Ost? Ah, nee, es müsste eigentlich korrekterweise Berlin Hauptstadt der DDR heißen. Ja. Weil alles andere ist ja falsch. Weil das andere hieß ja einfach offiziell West-Berlin. Oder alliierte Zone. Ich glaube, wir haben uns jetzt ein bisschen langsam dann auch totgequatscht. Wollen wir noch am Ende des Videos, hast du das noch? Dieses YouTube-Video dieses Schulungsvideo für britische Soldaten, die über die Transitstrecke nach West-Berlin fahren, ja. Was sie da zu tun haben. Ja. Das können wir nochmal verlinken, finde ich. Ja. Niemals. Hier, DDR-Grenzschützer ignorieren, immer Sowjetsoldaten anfordern. Immer nur zu den Sowjetsoldaten gehen. Genau. Aber da wird auch salutiert. Ja. Ordnungsgemäß und mehrfach. Richtig. Ich habe noch ein Rezept für gute hier Seifenblasen. 400 Milliliter destilliertes Wasser, 30 Milliliter Spielmittel und 40 Milliliter Mais-Sirup. Also wenn du jetzt... Damit klebt! Ja, aber dann halten die länger. Toll. Ja. Klebrig. Nur mal so jetzt auch für den Sommer und die Ferien und so.
wollte ich mal viel Spaß wünschen. Ja, das war's, oder jetzt? Ja, ich würde sagen schon. Ansonsten geht noch Hass raus an all die Leute, die nicht nur einfach, ich zitiere, ins Gym gehen, sondern das auch schön auf Social Media dokumentieren. Und ich weiß, dass ihr Penner nur in die Sauna geht. Und es hat sich immer noch keiner gemeldet, der beim Facebook Marketplace gekauft hat. Erfahrungsberichte immer schön an marketplace@anycar.st. Tschüss! Tschüss!